Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Non-Farm Payrolls Live Trading Webinar mit Dirk Hilger und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich musste kurz grinsen, weil hier im Chat schon mächtig was los ist. Nichtsdestotrotz schauen wir uns den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was uns heute Dirk zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sehr gut, dann wollen wir zum Doktor wechseln und ich übertrage mal den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ich glaube, wir müssen auch bald den Risiko. Jetzt bist du weg. Sorry. Nee, hat sich nur hier gerade selbst verausgeklinkt. Warte, muss man hier kurz den Bildschirm auswählen. Verausgeklinkt, aber oh, das kann ja heute was werden wieder. Ich bin wieder etwas durch den Wind. So, aber man sollte zumindest mal jetzt einen Bildschirm sehen. Richtig. Alright. So, nee, ich hab gerade noch gemeint, ich glaube, wir müssen irgendwie langsam mal den Risikohinweis ändern, weil die Kommentare, die hier fallen, besteht eindeutig Verstörungsgefahr. Also das, ich finde, man muss schon irgendwie kerngesund sein, um hier teilnehmen zu können, habe ich manchmal halt den Eindruck. Und von daher musste ich nur gerade lachen bei dem Risikohinweis. Da habe ich gedacht, eigentlich müsste da jetzt irgendwas anderes noch kommen. Und das sollten wir tatsächlich mal irgendwie machen. So, jetzt gucke ich mal. Ich habe halt heute nur leider die kleine Kamera hier am Start, weil ich habe gerade schon dem Nelson gesagt, ich weiß nicht, ob man das auch hören konnte, aber in Ermangelung von derzeit von Friseuren geht kein großes Bild mehr. Und das ist wieder soweit. Demnächst sitze ich dann wieder mit der Mütze hier. Aber ich glaube, das Problem haben wir ja irgendwie alle gerade zur Zeit. Das So, stimmt. dann sage ich an der Stelle mal hier unten aus der Ecke, hallo und herzlich willkommen hier heute zum NFP Live-Webinar. Ob es Live-Trading wird, werden wir mal sehen, weil das ist schon so ein bisschen befremdlich, was der Markt da macht. Und wenn mir letzte Woche einer gesagt hätte, du pass auf, nächste Woche, wenn die NFPs sind, dann steht der Dow bei 31.200 und der DAX über 14.000, hätte ich gesagt, also lass dich mal untersuchen. Und hätte ich im Leben nicht geglaubt. Ich habe damit gerechnet, dass wir ordentlich nach oben laufen. Das ja, aber korrektiv. Und jetzt ist die Frage, sind wir das noch? Also der Korrektur. Da muss ich halt mal, also wir haben ja 10 Minuten Zeit. Ich sehe auch jetzt erstmal keinen Trade, der jetzt hier halt irgendwo sinnvoll wäre. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier in der Theorie. Und es kann auch sein, dass es heute keinen geben wird. Ja, das muss ich halt leider vorweg schicken. Und aber ich glaube, wer den Markt irgendwie auf dem Schirm hat, der sieht ja auch selbst, das ist alles so ein bisschen abgefahren heute, ne? So, ich schnappe mir mal den Dow im Daily. Ha, siehst du, das meinte ich mit Beta-Version. Es war irgendwie keine gute Idee, eine ungetestete Beta hier reinzugeben. Das können wir schon mal gerade vergessen. Beziehungsweise geht halt nur im Kleinen hier. Ich hoffe, das reicht. Ich mache mein Bild mal weg da unten. Ich hoffe, man kann irgendwie damit leben. Das war echt keine gute Idee. Mensch, was habe ich mir dabei nur gedacht? Beziehungsweise ich mache das ja immer und normalerweise funktioniert es eigentlich, aber ich war diesmal etwas voreilig. Ich versuche mal auf die Woche umzuschalten. So, das funktioniert ja wenigstens. So, hauen wir das hier mal rein. Ich hoffe, dass da jetzt nichts Komisches passiert. So, also, was ist das Problem an dieser ganzen Geschichte? Also, wir haben hier den Wochenchart. Und was man halt sieht, ne, die Vorwoche deutlich nach unten. Was man aber auch sieht, das ist mir irgendwie tatsächlich erst die Tage aufgefallen, das ist, dass wir hier in der Woche, ich bin jetzt erstmal im Dauer, ich gehe gleich noch auch zum DAX, aber dass wir halt in der Woche, das ist jetzt die falsche Farbe hier in Rot. Aber das ist eindeutig nur ein Innenstab gewesen, ne? Was da halt runter ist. Und der Hals war halt hier mal kurz irgendwie so ein bisschen drunter geschoben und läuft dann halt einfach wieder rein und läuft jetzt auf die Oberseite. Ja, und ich hätte halt eigentlich erwartet, dass wir halt von der Wochenkerze, dass wir die schon bis recht weit oben hin, irgendwie 30.800, maximal 30.900,
Also in dem Bereich hier halt korrigieren. Das wäre so diese Ebene ungefähr halt gewesen. Also hier bis knapp irgendwie vor die Eröffnung oder meinetwegen auch an die Eröffnung, aber dann halt auch bis Mitte der Woche oder bis gestern und dann halt anfangen auch wieder das ganze Ding abzubauen bis auf Anfang. Das wäre halt jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich gewesen. Ne? So, was wir hier aber halt sehen, und deswegen muss ich von der Idee jetzt tatsächlich erstmal wegkommen, und das ist, dass wir halt wirklich nur hier ganz klar Innenstabs geschrubbelt haben. Ne? Das heißt, es drückt einfach weiter nach oben. Es ist eigentlich rein von dem Bild her, wenn man die Kerze einfach mal vergisst und sagt, okay, das war nur mal ein bisschen Rauschen, um irgendwie alle zu veräppeln. Und dann kann das Ding eigentlich völlig stressfrei da oben rauslaufen und auch problemlos das Ganze verdoppeln. Ne? Also das wird jetzt nicht natürlich in den nächsten, hier während den NFPs passieren, aber es ist einfach alles andere als unwahrscheinlich, dass wir da oben einfach jetzt ein neues ATH machen und einfach weiterlaufen. So generell in der Woche. So, das Problem ist aber natürlich, ja, man könnte sagen, gut, gehe ich halt hier long, kann man natürlich machen, ne, muss man da eben dann auch einen Stop von irgendwie 1200 Punkten, 300 Punkten halt einplanen. So, wenn man im Swing unterwegs ist oder halt generell als Investor, ist das wahrscheinlich egal, aber im Daytrading ist es natürlich alles andere als egal. Was mich aber so ein bisschen daran stört, das habe ich halt auch im Blog geschrieben, der mag irgendwie den Zoom nicht, weil da ist halt eine neue Funktion drin, die die Bildschirme sortiert. So, was mich aber stört, obwohl ich gehe dazu besser auf das andere Bild, das ist, dass wir hier wieder einmal das, was ich halt immer sage und was ich auch eigentlich immer bewahrheitet, ist, das funktioniert nicht. Also so ein Anstieg aus hier dem Widerstandsbereich, wie wir ihn hier halt gesehen haben, ne, da halt raus. Und das heißt, hier mehrfach dran gestoßen, bricht dann letzten Endes halt den Widerstand und rennt dann einfach nach oben weg. Funktioniert nicht. Und deswegen ist halt früher oder später eigentlich halt, steht auf dem Programm, dass wir hier nochmal einen Test kriegen, von dem Bereich hier unten. Ja, und das heißt, also hier so bis an diese Zone halt dran. Das war ja halt ein Cluster, das konnte man vorher ganz gut abstecken. Aber halt so bis in diesen Bereich halt rein, sollte da halt schon nochmal ein Test kommen. So, ob der jetzt heute kommt, ich glaube es fast nicht. Ne? Also da ist so viel Druck irgendwie drauf, hier auf den Märkten. Und ich wüsste nicht, was da passieren müsste, dass wir so einen Impuls halt kriegen, dass wir wirklich halt die Reise nach unten einmal nochmal antreten, hier nochmal runter bis zu 800 und dann halt wieder hoch. Möglich ist alles, aber so wie das halt hier hochdrückt, glaube ich, das dauert noch ein bisschen. Und ich habe gestern irgendwie auch versucht, halt hier zu shorten, beziehungsweise hat halt ein ziemlich dummes Fehlsignal da gestern Morgen fabriziert. Also das war halt hier diese erste Abwärtsbewegung. Ich hoffe, man kann das halt erkennen. 5 Minuten haben wir noch. Hier diese Abwärtsbewegung, da ist er halt, ne, aus dem aus der Range hier halt raus, bin ich eigentlich davon ausgegangen, wir laufen weiter nach unten. Was macht er? Läuft nach oben. Musste dann halt hier, konnte nur nochmal glatt stellen auf 0, habe gedacht, okay, dann nehmen wir immer den zweiten und dann haut das Ding nach oben ab. Blöde Idee, also das heißt, die Idee fand ich jetzt nicht falsch, aber halt eben, er hat es natürlich überhaupt gar nicht in irgendeiner Form bestätigt und lief nur nach oben. So dass ich dann noch irgendwann hab sein lassen. Hier oben gab es dann halt nochmal in dem Bereich, also orange heißt ja bei mir immer, da gab es Volumen in der Vergangenheit. Und das war natürlich dann entsprechend halt auch eine Anlaufstelle, eine recht plausible, und die hat halt auch nochmal ordentlich nach oben geschoben. Über Nacht ein kleiner Dip runter und jetzt halt einfach weiter. So, das ist halt mal so das Bild, was wir hier haben. Generell, wenn man jetzt mal die Grenzen auslotet, natürlich wird es hier oben eng, ne? Also klar. Und da kann es natürlich jetzt schon sein, dass wir dann vielleicht mal hier irgendwie so bis knapp vor das ATH hier aus dem Januar halt laufen, weil das wurde ja auch nicht wirklich nochmal gekauft. Das war dann halt hier das sogenannte Biden ATH, ein ganz kleines neues, und dann war halt Feierabend. Und der Bereich, der wird schon nochmal eng werden. Das ist keine Frage. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da halt einfach durchlaufen. Ne? So mir nichts, dir nichts. Ich gebe das mal frei, wie üblich im Live-Chat. Bei den Webinaren kann da jeder auch ohne Lizenz da halt drauf zugreifen. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass wir bei den NFPs hier kurz einen Schub nach oben kriegen, hier auf die
Ja, was ist das? Das ist leider das Label, warum auch immer nicht dran. Aber halt hier in dem Bereich 230, 40, ne? So an diese Highs. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir das jetzt an einem Stück da durchkaufen. Also dann friss ich ja echt einen Besen. Und dass wir dann halt da auch nochmal ein bisschen Rücksetzer kriegen, sodass wir halt hier wirklich so ein bisschen Rauschen halt kriegen. Ne? Das wäre so das Einzige, wo ich halt sage, okay, das könnte nochmal funktionieren, weil klar, hier oben rein vom CHV her, ne, ich meine, bietet sich hierher auch gar nichts anderes an. Natürlich kann ich hier long gehen, aber und dann halt vielleicht kriege ich auch die Strecke noch. Aber das Risiko nach unten, das ist ja halt einfach viel zu groß. Ne? Also weil dieser ganze Bereich hier an der Stelle, das ist mein potenzieller Korrekturbereich runter bis zu 800. Und das deswegen finde ich schwierig. Ne? Also jetzt, wenn man es mal auf Stunde betrachtet, da oben halt long zu gehen, da wäre ich dann schon eher ein Fan davon zu sagen, okay, ich suche mir hier da zwischen hoch bis zu 250, also 230 bis 250, dort würde ich halt versuchen, dann eher short zu gehen und dann halt da ein paar Punkte mitzunehmen. Und wenn es halt eben auch nur hier ist, bis zu dem Cluster, na, bis zu dem Geschiebe, was er hier seit jetzt irgendwie 3 Stunden veranstaltet. Das ist so das Einzige, was mir jetzt hier ehrlich gesagt auffällt in dem Bild. Das wäre denkbar, ein kurzer Fehlausbruch rauf und dann halt runter. So, das würde ich vielleicht sogar auch noch handeln. 2 Minuten haben wir noch. Aber halt jetzt eher irgendwo long abgreifen würde ich nicht, weil dafür ist mir das hier echt zu weit unten und der Anstieg hier eben ohne Korrektur, das ist halt nun mal ein Squeeze. Und Squeeze, das habe ich ja auch schon irgendwie ein paar Mal auch thematisiert, das ist nicht nur an einem Stück rauf, beziehungsweise schnell rauf, die Geschwindigkeit hat damit eigentlich nichts zu tun, es geht immer nur um die Art des Anstiegs. Und wenn etwas linear steigt, und dann wird es in der Regel halt auch nochmal auf Anfang zurückgesetzt. Der Anfang ist hier unten. Und noch dazu kommt das Problem, wir haben hier den nächsten. Ja, haben das gleiche Problem. Wir sind hier auch in dem Bereich auch irgendwo halt ein paar Stunden am Widerstand halt irgendwo sind wir festgesteckt und dann halt läuft es einfach weiter. Gut, hier haben wir ein bisschen Korrektur gehabt. Das könnte funktionieren, dass das so stehen bleibt, aber das nicht. Und deswegen hier long auf keinen Fall. Was sollten wir zum Kasser da runter rauschen, würde ich da mal nach Long Ausschau halten, weil ich halt nicht glaube, dass die Wochenkerze sich wirklich halt noch in der Form komplettiert, dass wir da halt tatsächlich nochmal auf Anfang zurücksetzen. Werden davon mal abgesehen auch irgendwie 1200 Punkte inzwischen ist ein bisschen viel. Also kann passieren, ich meine, haben wir alle schon gesehen, jeder, der es schon irgendwie ein bisschen länger als irgendwie 3 Tage macht, der weiß, 1000 Punkte sind auch in 20 Minuten möglich, auch ohne Crash, haben wir alles schon gehabt. Und ich weiß, ich habe da selber mal ein Webinar, nicht ein Webinar, das war damals ein Livestream dazu gemacht. Und wo ich halt echt nur Bauchklötze gestaunt habe, ich war auf der Suche nach Short und musste 1000 Punkte long die Füße stillhalten, bis Short endlich getriggert wurde. So, und dann gucken wir mal. So, erstmal Reaktion nach unten. Ist dann halt die Frage, wie weit. Aber wenn das, wie gesagt, wenn das jetzt wirklich fallen sollte bis 800, aber ich meine, es wäre mal an der Zeit, nochmal halt hier für Wohler. Ne? Deswegen möglich ist alles, aber dieses Hochschleichen, das ist halt schon auch ein bisschen nervig und anstrengend. So, auf der rechten Seite halt die Stunde mit eben dem Live-Chart auch im Hintergrund. Das heißt, da wäre jetzt halt hier die nächste Anlaufstelle, wäre dann halt hier der Bereich, etwa bei der 130, ne, also hier. Aber es halt auch passt nicht so wirklich zum kleinen Timeframe. Ich meine, so generell sieht man halt hier, ne, wir haben halt hier aufsteigende Tiefs, da auch fast nochmal getestet und irgendwo dazwischen würde schon Sinn machen, um das Ganze halt nochmal nach oben anzugehen. Aber halt auch nur, glaube ich, wenn man echt schnell ist und weil die Gefahr einfach zu groß ist, dass wir die Korrektur da halt wirklich auch jetzt mal nach unten machen. Aber generell von der Bewegung her,
Ist jetzt 2 Minuten, so wahnsinnig viel ist es noch nicht. 40 Punkte, gut, besser als nichts. Aber halt eben jetzt auch nicht unbedingt typisch News, ne? Weil man sieht ja, es bremst ja halt direkt schon wieder. Ne? Und da drückt halt jetzt nichts in irgendeine Richtung durch, so wie es jetzt gerade aussieht, nur weil halt wir irgendwelche Zahlen haben. Und von daher ist das jetzt eigentlich auch nicht so wahnsinnig entscheidend, glaube ich, was da jetzt gerade gekommen ist. So oder so bin ich ja auch immer der Auffassung, und dass es halt eben generell der Inhalt von News ist sowieso eigentlich egal. Und weil letzten Endes bewegt sich der Markt einfach nur ein Stück weit schneller und macht das Bild schneller voll, wie wenn halt jetzt als Beispiel keine News halt da wären. So, was man jetzt hier sieht, das ist halt so ein bisschen, aber ich glaube, das ist auch nicht viel. Ja, 26 Kontrakte, das kann natürlich eine Eisberg sein, ne, aber halt auf jeden Fall einer, der halt ein bisschen mit runterdrückt, aber generell das Volumen ist halt normal. Ne? Also es ist noch nicht mal gering, wie es ja oft irgendwie bei News der Fall ist. Das ist einfach nur, hier geht alles ganz normal weiter. So wie es die ganze Zeit eben auch gelaufen ist. Ne? Ansonsten sieht man ja wirklich oft bei News, dass das Orderbuch dann extrem ausgedünnt ist und dann halt irgendwie auch der Spread auseinandergeht, weil halt eben da die Orders teilweise im Abstand dann halt von 5, 6, 7 Punkten liegen. Nicht mal das ist halt hier der Fall. Ob das jetzt vorhin ein Punkt so war, weiß ich nicht. Also ein Punkt 14,30, keine Ahnung. Aber ich vermute fast auch nicht. Und aber was man jetzt halt hier sieht, ist, dass dann halt, ne, bei so einem Bild sieht man halt hier, das ist einfach eine Order an der Stelle, eine Short Limit. Und die aber auch gerade schon wieder weg ist. Oft sieht man sowas dann halt zum Beispiel, wenn der Kurs sich halt deutlich in eine Richtung bewegt und dann wird die immer hinterher gefüttert, die Order, und läuft dann halt auch entsprechend dem Kurs hinterher. Aber ist gerade auch schon wieder raus. Von daher war wahrscheinlich das auch nicht der Fall. Also, ich habe es ja vorhin schon prophezeit. Ich glaube fast nicht, dass das halt hier irgendwas wird in Sachen Live-Trading, weil dafür halt einfach das Bild nicht da ist. Wäre der jetzt da hochgelaufen, schön, wäre ich dabei gewesen. Also hier diese 240, da wäre ich dabei gewesen, da halt dann auch direkt dagegen zu halten und dann entsprechend diese Bewegung halt hier zu kriegen. Aber so ist das halt irgendwie leider ein bisschen unspannend, das jetzt halt zu handeln. Ich würde halt hier ansonsten wirklich, wenn er das jetzt machen sollte, auf das Bild vom, na, wie heißt es, vom Live-Chart halt gehen. Und dann halt hier auch, ich meine, das sieht man auch so im Bild ein bisschen eintauchen, hier in das Cluster, kein neues Tief und dann halt nochmal ein paar Punkte hoch und das könnte dann halt auch schon ausreichend sein. Es, genauso wie das hier kann jetzt auch schon wieder reichen. Also deswegen, man sehe es mir nach. Ihr wisst, ich bin halt immer schnell dabei mit auf den Knopf drücken. Aber ich fürchte irgendwie, das hier ist halt irgendwie leider nicht so wahnsinnig oder nicht spektakulär genug, um da jetzt halt irgendwie einen riesen Live-Trade irgendwie draus zu machen. Oder halt auch einen, der weit genug und schnell genug läuft, weil das sieht man hier auch schon, ne? Das geht halt nicht vorwärts. Das sind jetzt irgendwie 20 Punkte darauf und runter. Und für News irgendwie, finde ich, reicht das halt nicht wirklich. Und es ist halt eben auch dann auch die Frage, wir hängen halt hier auch in einem Widerstandsbereich halt fest. Ich zeige das mal nochmal im Live-Chart auf der anderen Seite. Wir hängen da halt einfach in so einem Cluster halt auch fest, wo wir jetzt irgendwie schon seit 3 Stunden hängen. Und da ist dann ohnehin die Frage, was soll das denn werden? Ja, ob wir da jetzt nicht einfach nur nochmal eine Stunde hin und her laufen und danach erst mit der Kassa Eröffnung dann halt hier auch was gerissen kriegen. So, das heißt, leider zu wenig Bewegung, um da jetzt halt irgendwie vernünftig ranzugehen. Und also zumindest nach dem Ansatz, wie ich es halt am liebsten machen würde. So, dann gucken wir mal kurz auf den DAX auch noch. Also wie gesagt, generell hatte ich ja gesagt, ne, das Ding kann wirklich tatsächlich nach oben auflösen. Aber man sollte die beiden Punkte wirklich so zusammenfassenderweise im Auge behalten. Die 800
nicht davon ausgehen, dass die Welt untergeht, wenn es schnell dahin laufen sollte, eher gucken, ob das nicht als Support viel besser geeignet ist, als da jetzt halt irgendwie auf Short zu wetten. So, der DAX, also, der macht heute Morgen gar nichts. Den habe ich vorhin auch schon mal versucht zu handeln. Irgendwie kam nicht wirklich was bei raus. Also gut, man weiß dann natürlich nicht, ne, mit der ersten Kerze, also das hier war dann halt nach der Eröffnung heute Morgen, beziehungsweise das war die Eröffnung und danach verließen sie ihn. Ne? Und seither steht er einfach nur noch auf der Eröffnung selber halt rum. Sieht man ja hier. Ah, nee, das war die Eröffnung. Genau, das war die Öffnung. Das war dann halt 10 Uhr und seither klemmen wir hier einfach fest. So, total sinnlos, da auf irgendwas zu bauen. Hier oben ist das ATH. Behaupte ich mal, sollte aber stimmen. Ja, genau. Da ist also das ATH und bis jetzt haben wir noch kein neues, weil das ist natürlich auch so, das ist halt eine ziemliche Psychonummer, ne? Weil wie viele bauen da jetzt wohl drauf, dass wir da oben ein neues ATH kriegen? Und was macht er nicht? Ein neues ATH. Warum? Weil alle drauf bauen. Klar, weil wenn alle kaufen, wer soll es denn verkaufen? Das ist ja genau das Problem. Und da findet sich halt entsprechend nichts. Ich habe halt heute Morgen auch zumindest mal gedacht, wir kriegen einmal so einen Schuss da oben raus, nicht mal das, ne? Weil da halt einfach nichts liegt. Und das ist halt einfach das Problem von dieser ganzen Geschichte, die der DAX halt hier hat. Generell, wenn man sich das nochmal von gestern anguckt, also insgesamt ist der recht, also das heißt recht extrem stabil unterwegs. Man hat gestern auch gesehen, da gibt es eine Eröffnung und dann halt irgendwie gibt es auch mal wieder eine lange Kerze runter. Also das hier ist so eine Zone, eine Widerstandszone, die vorher auch schon natürlich da gewesen ist und hangelt sich da einfach drin rum und schiebt sich dann einfach gemütlich da oben raus. So, und dann klemmen wir hier wieder fest und versuchen uns einfach weiterzuschieben. Korrigiert kein Stück. Also jetzt nicht im Sinne von, ne, wir haben halt mal irgendwie 61% Korrektur oder halt eben 23%. All das macht er halt einfach nicht. Und was er aber macht, und das sollte man auch nicht unterschätzen, das sind halt wirklich so diese Mini-Korrekturen und zwar reichlich. Ne? Also hier sieht man ja, das geht ja halt wirklich so permanent, ne, schon in so einer Schlangenlinie rauf. Von daher ist das für mich auch noch nicht mal irgendwie von der Charakteristik ein Squeeze, und sondern das ist tatsächlich einfach nur starkes Konsolidieren, ohne halt jetzt zu stark entsprechend halt zu korrigieren. Und von daher ist das ist schon als Stärke zu werten. Und da würde ich auch nicht drauf warten, dass das Ding jetzt irgendwie elends zusammenbricht. Also wie das hier aussieht, wird er das nicht tun. Und sondern eher dann halt wirklich auch nach oben rauslaufen, auch wenn ich immer die Devise vertreten habe, es gibt keinen DAX über 14.000. Naja, da lag ich wohl irgendwie, habe ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, auch wenn ich 5 Jahre lang richtig lag, aber jetzt dann halt eben scheinbar nicht mehr. Und also das ist halt eher so, was ich annehme, dass sich das fortsetzt und dann eher erlöst in einer langen Kerze halt nach oben, die Ebene dann nicht mehr so konsolidiert, sondern wirklich dann halt deutlich nach oben durchläuft. Das sehe ich da halt eigentlich viel mehr kommen beim DAX. Beim Dow habe ich ja gerade erklärt, der würde ja, könnte mitspielen, der wird aber garantiert noch mehr rauschen als der DAX und stärker korrigieren, aber letzten Endes die grundsätzliche Reise könnte der genauso halt auch mit antreten und das Ganze entsprechend halt auch unterstützen. Im Daily zeige ich auch mal, ist glaube ich auch ganz wichtig, das auch von dem her mal zu verstehen. Und das kann ich ja auch hier machen. Ich muss ja gar nicht überwechseln. So, machen wir das mal hier. So, die Linien kommen gleich. So. Und zwar, was man halt hier auch sieht, ich hatte halt schon entsprechend ein paar Mal thematisiert, in meinem Blog mehrfach geschrieben, achtet auf die 329. Bei 329 wird Volumen kommen, ohne Konjunktiv. So haben wir es auch gesehen. Der erste Kontakt hier sieht man, ne, wo es dann halt mal ein bisschen runterging, hat plapp direkt irgendwie nochmal 400 Punkte den Markt nach oben befördert. Mehr oder weniger aus dem Stand. Das sieht man im Stundenchart besser. Dann haben wir nochmal hier versucht, runter zu kaufen und wieder
hat die ganze Geschichte dann jetzt dann halt endgültig dazu geführt, dass das halt alles nach oben auflöst und hier versucht wird, ein neues ATH zu machen. Und das sind halt, also diese orangenen Dinger, das sind halt Punkte, Volumenpunkte, die ich mir halt im Laufe der Jahre da halt zusammengesucht habe und die halt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben für aufkommendes Volumen. Sieht man hier zum Beispiel bei der 410 genauso, ne? Das sind halt einfach immer Punkte, wo es dann halt echt abgeht. Und hier das ganze Raster durch, überall hoch, da auch hoch, bam, hoch und hier bei der 1329 das Gleiche. Also die Richtung lässt sich immer ein bisschen schwierig damit halt sagen, wenn man aber sieht, und so hatte ich es halt auch beschrieben, dass an dem Punkt Volumen aufkommt, dann um Gottes Willen nicht dagegen halten. Es wird einfach nur teuer werden. Und das ist halt wirklich eine Geschichte, die funktioniert seit Jahren in dieser Form halt auch schon. Und deswegen, weil ich das jetzt halt auch sehe, das spielt hier für mich natürlich auch eine Rolle mit. Ich sehe ja halt deutlich, dass es halt hier an der Stelle das Volumen ganz klar nach oben gerichtet war. Und von daher vermute ich einfach mal, dass sich diese Geschichte fortsetzt. Bis wohin, das werde ich dann erstmal rausfinden müssen, weil wir halt nun mal hier entsprechend halt an einem Allzeithoch sind. Das heißt, hier gibt es noch nichts, wo mal irgendwas in der Richtung passiert wäre, wo man irgendwas von ableiten könnte. Aber man sieht aber schon deutlich, es drückt nach oben. Und von daher würde ich halt auch das mit als Indiz nehmen, dass wir entsprechend halt auch das Ganze nach oben deutlicher auflösen. Was man jetzt hier auch sieht im DAX, das ist ja entsprechend hier die Tageskerze, die ja erstmal noch sehr kurz ist. Und auch die sieht für meine Begriffe nicht, also erstmal, ne, nicht danach aus, als würden wir da halt nach unten wegbrechen. Also würde viel mehr Sinn machen, wenn die halt wirklich noch ein bisschen länger würde und dann halt da oben rausguckt. Zumal wir hier halt auch, genau wie in den kleineren Timeframes, wie ich eben beim Dow gezeigt habe, wir haben hier genauso aufsteigende Tiefs überall, ne? Gut, das hier war halt ein bisschen drunter, aber das macht ja nichts, aber halt hier was den wesentlichen Punkt hier halt angeht, ne? Also so sieht man es halt ein bisschen besser. Also was die wesentlichen Punkte halt hier angeht, na, nicht wegmachen, das soll es grün machen. Da sieht man ja halt schon deutlich, dass halt, dass wir hier über aufsteigende Tiefs reden und nicht über fallende. So, und infolgedessen auch schon von dem Bild her, auch rein von der vom Trendgebilde her, wäre das da, und die Farbe ist ein bisschen, beziehungsweise verlängerte brauche ich nicht, aber wäre halt eben auch plausibel, wenn das Ganze dann entsprechend so, dann auch, kann man ja einfach verdoppeln hier. Und dann halt mal gucken, wo die Reise hingeht, ne? Also wenn es halt so kommt, dann stehen wir halt dann auch da oben. Wenn er das wirklich in der Form fortsetzt und dann hier einfach die Bewegung halt nochmal wiederholt. So, das heißt also erstmal, ich meine, man kann natürlich trotzdem auf Short irgendwo wetten, weil natürlich ist halt das Chance-Risiko-Verhältnis hier ganz klar auf der Short-Seite. Aber die Argumente fehlen mir hier eindeutig. Ne? Und also jetzt Argumente nicht im Sinne von, es gibt nicht Pleiten genug und Probleme genug, sondern Argumente vom Bild her, ne? Weil scheinbar gibt es halt zumindest Geld genug. Und man sagt ja immer irgendwie, oder man hört ja auch ganz oft, ja, Börse ist irrational. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also es ist zumindest mal rational, was den Umgang mit der vorhandenen Kohle halt angeht. Und das ist ja halt eigentlich das, ja, was ja halt irgendwie vielleicht ein bisschen wichtiger ist bei der ganzen Geschichte, beziehungsweise was man halt nicht vergessen sollte, zumindest. Ne? Und da ist halt Börse schon sehr rational, ne? Weil Kohle ist da, also wird es in den Markt geballert. Und warum die da ist erstmal spielt keine Rolle. Aber da gibt es ja halt schon genügend Gründe dafür. Gut, also das ist der DAX. Wie gesagt, also nochmal, ich weiß, es ist Live-Trading angekündigt gewesen und ich mache es ja auch nochmal immer, aber wenn nichts da ist zum Live-Traden, was soll ich tun? Oder hat sich da was geändert? Nee, DAO steht ja hier auch, ne? Das klemmt ja einfach nur hier auf der Stelle gerade rum.
Und das ist ja das, was ich eben auch meinte. Es kann sein, dass wir jetzt hier einfach da nochmal stranden und auch diese, den kleinen Long, den wir halt hier jetzt gesehen haben, wo ist er? Das kleine Aufwärts, das ne, strandet hier einfach am Point of Control und das war's. Kann man natürlich machen beim Skypen, aber das hier ist ja kein Skyping-Webinar und da hätte man das schon machen können. Und hier, wenn man sich das jetzt mal anguckt, das ist natürlich die absolute Katastrophe. Das heißt, wir haben hier einmal das Hoch ist genauso weit wie das Tief und stehen in der Mitte. Jetzt kann man sich ein paar Würfel nehmen und dann sagen, naja, ich laufe nochmal hoch oder ich laufe halt nochmal runter. Ja. Man kann es auch einfach lassen. Und oder ist da jemand anderer Meinung und hat halt das absolute Setup für irgendeine andere Richtung, von hier ausgehend wohlgemerkt, jetzt nicht irgendwie im großen Bild. Das ist ja immer ein bisschen einfacher im großen Bild. Aber jetzt von hier ausgehend sehe ich, das ergibt keinen Sinn, da auf den Knopf zu drücken. So, ich gucke mal hier gerade die Fragen durch. Norbert sagt zum Beispiel, die Korrektur wurden immer fast letzte Zeit fast voll ausgekostet. Ja, also ne, die Rede ist halt vom DAU. Und das heißt, davon bin ich ja auch ausgegangen, ne? Dass wir das halt voll auskosten. Voll auskosten bedeutet für mich aber nicht, dass wir über diese Abwärtsbewegung einfach hier drüber laufen, wie wir es gerade machen. Das ist für mich relativ klar ein Bruch nach oben. Und von daher bin ich da momentan, bin ich halt, das habe ich aber auch ja gestern schon gesagt, glaube ich, ne? Wir sind, oder heute, ich weiß es nicht mehr, beziehungsweise geschrieben, ja, wir sind korrektiv, aber ab 150 eben nicht mehr. Ne? Und das ist halt eben das Problem halt hier. Das heißt, die 150 ist ja ganz simpel zu ermitteln. Ja, das heißt, also hier in dem Bereich, jetzt sehe ich ja nichts. In dem Bereich etwa, da bin ich ja über der Vorwoche drüber schon. Ne? Und klar kann es natürlich noch mal ein Stück nach unten reagieren, keine Frage. Aber das ist nicht mehr, für meine Begriffe nicht mehr korrektiv an der Stelle. Und das ist irgendwie durch, glaube ich, das Thema. Natürlich kann alles immer noch mal ganz anders kommen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber jetzt rein von dem Bild her, fürchte, so wird nichts. Also so sehe ich es halt zumindest. Was? Ich brauche schon zwei Besen. Zwei Besen, was habe ich denn da wieder verpasst? So. Gucken wir hier durch noch, ob hier was steht. Letztes Mal war der Theorie-Teil echt klasse. Tja, das ist doch. Ja, also danke. Ich finde es halt auch, ne? Ich meine, ich kann es nicht erzwingen, ne? Aber wenn man halt irgendwie auch mal so grundlegende Ansätze ja halt auch irgendwie mal nachvollziehen kann oder vielleicht auch als Anfänger, die überhaupt mal halt verstehen will, was für mich immer total selbstverständlich ist, ne? Wie zum Beispiel halt eine Stop-Setzung. Und wo ich immer denke, so, das weiß man doch. Ne? Ich habe nämlich gestern auch einen Short gepostet und danach ist mir aufgefallen, oh, ich habe den Stop gar nicht jetzt zugeschrieben. Aber der ist halt klar. Ne? Also, und deswegen, das kommt ja zum Beispiel auch aus so einer Überlegung, auch wenn wir jetzt hier im Wochenchart sind, ne? Aber wenn ich da Short gewesen wäre, dann gehört der Stop ganz klar dahin, meinetwegen 10 Punkte drüber. Aber da ist halt dann auch Feierabend, ne? Und weil der läuft ja nicht in der Regel, auch wenn das jetzt zum Beispiel hier Stundenkerze wäre, der läuft ja nicht einfach so da drüber und kommt dann wieder runter. Das hat ja mit Stop-Phishing nichts zu tun, sondern hier wird ja ein Hoch gekauft. Und Stop-Phishing ist ja was ganz anderes. Stop-Phishing heißt ja nur, da oben drüber hat sich halt jemand long positioniert, hat sich einstoppen lassen. So, merkt aber dann, oh, ich bin der Einzige. Und gibt ja diesen Spruch, den letzten beißen die Hunde. Und dann denkt man sich natürlich, wenn man da oben halt irgendwie long war, vor allen Dingen, wenn es mit einer größeren Position ist, dann sagt man auch, verdammt, es kommt keiner, der irgendwie auch noch kaufen will, bevor ich der letzte Blöde bin, gehe ich halt wieder raus. Was macht er? Löst die Position wieder auf, was macht der Kurs? Rennt zurück. Das so funktioniert Stop-Phishing. Stop-Phishing ist ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier irgendwie sage, ja, ich gehe hier Short als Beispiel, und Stop-Phishing ist nicht, dass da irgendwo ein Bösewicht sitzt und sagt, ah, da oben, der Hilger, der ist Short, der hat da seinen Stop, den holen wir uns. Das funktioniert ja so nicht, ne?
Und weil, wie soll das denn finanzierbar sein halt auch, ne? Und klar, wenn man jetzt natürlich hier eine Position startet, hier irgendwie da halt mit, was weiß ich, 300 Kontrakten da irgendwo Long reinknallt, also mit Future-Kontrakten, natürlich, dann geht der nach oben. Und wenn der dann merkt, oh, da kommt nichts mehr, dann geht er wieder runter. So, aber derjenige, der es dann der Form macht, der hat ja erstmal gar nichts davon, ne? Und deswegen gehört für mich, um da halt nochmal zu dem Ansatz mit dem Stop zurückzukommen, würde ich das jetzt shorten, was ich nicht mache, dann gehört aber ganz klar der Stop natürlich hier drüber. Ja, die vielleicht nicht ganz genau auf den Punkt, bisschen Luft lassen, weil wie gesagt, ab und zu ist ja da mal einer, der sich vertut. Ne? Und deswegen lässt man halt ein bisschen Luft, aber wenn es dann halt so nur einmal kurz rauf runter geht und dann ist das fein. Ne? Und wenn ich von hier komme, gehört der Stop entsprechend natürlich hier drüber, wenn ich short bin. Ne? Und für mich ist es halt immer klar, also dass, wenn ich halt irgendwie zum Beispiel Trades poste, und die bespreche, aber das ist für mich immer vollkommen klar. Auch genauso wie, und deswegen, sorry, wenn das manchmal nicht so selbstverständlich für alle ist, aber gestern zum Beispiel halt auch, ne, ich zeige es nochmal ganz kurz, da war ja hier, na, wo sind wir? Hier muss ja, was eine Strecke. So, da hatte ich ja hier an der Stelle, da, wo die Kerze runterkam. Ne? Und habe ich gesagt, oh verdammt, so, das war ja mein Trigger. Und da habe ich gesagt, gut, beim Rücklauf gehe ich nochmal short. Ich bin dann hier oben irgendwo über der Kerze reingegangen und habe dann gesagt, ich skaliere die Nummer. Ja, da war dann quasi dann halt sozusagen, komm, das war nochmal schick, hier irgendwie mein erster Entry, nur mal als Beispiel. Ne? Und dann war halt, mein zweiter war halt da irgendwo, ich glaube bei der 40. Und habe ja auch zum Beispiel gesagt, naja, ich skaliere hoch bis 80. Ne? 80 ist dann halt hier in dem Bereich, also maximal 80. Und nur 80, warum? Weil bei 80 ganz einfach hier das letzte Hoch gewesen ist. Ne? Von da sind wir ja runtergekommen. In der Stunde sieht man es nicht so gut. Im kleineren Timeframe wird man es besser sehen und dafür müsste ich jetzt ein bisschen viel scrollen. So, das heißt, wir sind hier runtergekommen. Wir haben keine neuen Hochs gemacht. Ne? Das hier habe ich für Phishing gehalten. Ne? Das bisschen, was man halt hier als Übertretung halt sieht, die paar Punkte, das war Phishing. Ne? Da kam keiner mehr. Sieht man ja auch deutlich. Da wird alles klar. Das heißt, wir haben hier eine Abwärtsbewegung und versucht die aus, ne? Also hier mit Korrektur nochmal hoch, kein neues Hoch, kommt runter. So, und deswegen war für mich dann auch, alles klar, ich gehe hier short. Finde ich auch immer noch richtig. Gut, es kann ja nicht immer aufgehen, ist halt auch klar. So, das heißt, ich gehe hier im Rücklauf short und baue dann halt auf den Bruch darunter. Und logischerweise gehört mein Stop dann vollkommen klar da oben drüber, über das letzte Hoch. Ne? Weil das war ja das, was nicht funktioniert hat. Da hat er versucht, irgendwie das Ganze halt long da halt entsprechend aufzunehmen. Wurde aber kein neues, entsprechend Abwärtsbewegung und deswegen Flop. Das wäre mein Ansatz gewesen. Und deswegen ist sowas für mich zum Beispiel vollkommen klar. Und das ist jetzt, spielt auch keine Rolle, ob das jetzt halt im, oh, ich habe ein bisschen Frosch im Hals. So, spielt auch keine Rolle, ob das dann jetzt halt im Weekly ist, ne, im Wochenchart oder halt hier auf der Stunde, weil das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Weil wenn dann halt einer hier so ein Ding kauft, ne, und dann halt drüber schließt. Gut, die erste war jetzt nicht so doll, ne, aber man sieht ja halt trotzdem, es wurde dann halt nochmal gekauft, deutlich überboten und dann halt hier auch nicht mehr wirklich korrigiert. Das heißt, das Hoch hier wurde rausgenommen und dann ist natürlich dann auch die Konsequenz, dass dann halt eben sowas entsprechend kommt und da brauche ich auch keinen Short mehr suchen. Für ein paar Punkte kann man das machen, aber halt eben nicht irgendwie davon ausgehen, dass das einfach so nochmal komplett runterläuft. Das passiert dann halt eher nicht, weil natürlich alle die, ich meine, das sehen ja dann auch andere, sagen, oh verdammt, die kaufen den Kram, ich löse Short lieber auf und dann führt es auch entsprechend dazu, dass halt eben so eine Kerze bei rauskommt und eben auch nichts mehr zurück. Aber das halt nun mal auch zur Erklärung, warum ich halt auch gesagt habe oder beziehungsweise um hier das vom Norbert aufzugreifen. So, dass es bis zum Maximum ausgereizt wird. Ne? Aber das ist eben für meine Begriffe hier im Wochenchart da an der Stelle bei der 120, da wäre das Maximum gewesen. Da kann ich auch mal kurz drüber,
aber nicht 200 Punkte drüber, nicht 100 Punkte drüber. Und dann auch noch mit Nachdruck, ohne weiter zu korrigieren. Das ist irgendwie nicht mehr vielversprechend, geschaut. So, guck mal gerade mal hier durch. Mit den zwei Besen habe ich noch nicht verstanden. Das muss mir der Marco noch mal erklären. Was? Besen? Jetzt Sophia auch noch? Was? Irgendwas hast du gesagt, wenn das kommt, dann fresse ich ein Besen. Ach so, okay. Gut. Ich musste bisher noch nie einen fressen, glaube ich, wenn ich sowas gesagt habe. Aber alles kommt ja zum ersten Mal bekanntlich irgendwann. So, Zahlen waren neutral, sagte Lutz. Bei mir, was? Der Dom nur noch Bit und Ask. Ja, da musst du die Volumenquelle ändern. Wolfgang. So, TC Live, Download, Lizenz. Also das TC Live Add-on, also das Ding hier, ne, was mir halt die, also das heißt, was damit auf sich hat, ist einfach, dass ich hier halt hier meine Levels halt immer ermittle, ne? Also solche Geschichten dann halt zum Beispiel Volumenpunkte und auch wenn man jetzt hier irgendwie einen brutalen Anstieg hat, man sieht aber ganz, ganz deutlich, ne, dass halt dazwischen meistens kein, nichts, irgendwas eine Rolle spielt. Ne? Wir laufen hier, das Cluster, es war natürlich alles vorher da, ist heute keinem dazugekommen. Wir laufen hier immer so von Cluster zu Cluster, das heißt hier rein, gekauft, bestätigt, auch keine Korrektur, flapp durch den Volumenpunkt durch, bis zum nächsten, zurück auf den Volumenpunkt, auch schon wieder durch und es funktioniert in der Regel recht genau halt alles und hier halt auch, ne? Das heißt, dazwischen war halt nichts, entsprechend haben wir da auch keine Reaktion. Es ist oft viel, viel deutlicher noch, als es jetzt gerade ist. Aber auch hier sieht man zum Beispiel, da hatte ich halt, ne, die Woche gesagt, hier unten grüne Zone, da laufen wir erstmal hin. Das war auch ein schöner Trade. Short von hier bis darunter. Den Long habe ich nicht mehr gepostet, wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Und all das, das ändert sich halt auch mitunter halt auch mal am Tag. Und dazu gibt es entsprechend halt ein Add-on, wenn man das haben möchte. Das ist halt das TC Live. Das findet man über meine Blogseite. Dort ist beschrieben, wie man da rankommt, bei freiwillige Mitgliedschaft. Und sieht dann halt entsprechend alles, was ich halt hier zeichne, dann halt auch eine Minute später in seinem Chart. Ne? Also auch das, was ich jetzt hier gemalt habe, die das halt haben, ich meine, das mache ich jetzt halt mal wieder weg, aber die haben das jetzt halt auch entsprechend gesehen und mitbekommen. Ne? Weil ich halt dann auch schon mal während des Tages, wenn sich halt irgendwas ergibt, dann halt dann auch Levels dazu baue, ändere und so weiter und so fort. Es ist jetzt hier mittlerweile so ein bisschen viel für meinen Geschmack im DAO an Levels, aber sobald wir da wieder normale in Gefilde kommen, ne, weil wir sind hier natürlich seitwärts jetzt schon irgendwie ganz schön lange und deswegen, das macht es halt leider nicht besser. Und aber sobald wieder neue Bereiche kommen, sieht es auch wieder anders aus. Ne? Wie jetzt hier im Daily ist es halt einfacher, da ist es aufgeräumt, da gibt es natürlich auch das Bild, das gebe ich auch mal kurz frei. Da sind halt nicht viele Bereiche, aber halt eben die relevanten. Und wie gesagt, das gibt es über dirkhilger.de bei freiwillige Mitgliedschaft. Daraus ist es eigentlich entstanden. Ne? Das ist eigentlich jetzt, wie soll ich das sagen? Also ich habe halt immer gesagt, wenn jemand von dem, was ich halt mir jeden Tag da ausdenke und an Levels liefere, die ja halt nun mal halt einen sehr, sehr hohen Erwartungswert haben. Das hat ja die Vergangenheit gezeigt, dass der Markt ja nicht in der Regel nicht, oder was heißt wirklich in 95%, wenn nicht 99% der Fälle, reagiert der nicht dazwischen, sondern dran. Und wenn jemand davon halt in irgendeiner Form profitieren kann, und dann darf er halt gerne dafür freiwillig halt jeden Monat was bezahlen, um sozusagen mich für meine Mühen zu entlohnen oder einfach nur als Feedback, als Dankeschön oder wie auch immer. Und ich habe irgendwann gesagt, na gut, ich werde da mal ein Add-on bauen, sodass halt diejenigen, die die Mitgliedschaft sowieso haben, halt entsprechend halt auch so ein Add-on dann halt noch zusätzlich haben. Ne? Und damit auch einen Mehrwert gegenüber denen, die halt meinen Input kostenfrei nutzen. Was nach wie vor legitim ist, ne? Das darf natürlich jeder machen. Ich werde das auch. Habe ich nicht vor, dass das jemals halt in irgendeiner Form zu ändern, sondern
Das ist halt eher so eine freiwillige Geschichte, deswegen kostet die auch nicht viel und nicht vergleichbar mit irgendwelchen Signaldiensten, aber höchstwahrscheinlich mindestens genauso effektiv, wenn nicht mehr. Aber gut. So. Genau, im DAX, ne? Da könnte man vielleicht auch noch kurz gucken, was der heute noch treiben könnte. Und dann kommen wir hier auch langsam zum Schluss. Ich gucke mir trotzdem hier parallel die Fragen noch durch. Nelson, wenn du noch was Markantes siehst bei den Fragen, darfst du mir das gerne zuspielen. Also ein DAX wäre halt total plausibel. Ein Dip hier runter auf die 14.000. Also ich glaube, da kommt man aber selber drauf. Weil wir hier halt einfach auch nochmal Widerstandsbereich halt hatten, ne, an der Stelle da. Und wir haben einen Ausbruch. Und es täte nicht weh, da nochmal halt hin zurückzulaufen. Muss er halt dann natürlich nur aufpassen, dass dann nicht zu viele Verkäufer in den Markt kommen, die sagen, ah, kein neues Hoch, also erstmal runter. Und das könnte natürlich passieren. Ne? Kann aber auch genauso gut, dass, also wenn er mit der Stärke fortfährt, die er hier die ganze Zeit halt hat, dann setzen wir ein Stück drüber auf. Dann hier so einfach nur so 25 Punkte drüber. Hier kurz das Tief rausnehmen. Oder hier halt entsprechend auf dem letzten Peak da oben, ne? Und dann halt nochmal hoch. Also 14.000 muss eigentlich nicht unbedingt sein, wenn das Ganze funktionieren soll. Da reicht halt auch irgendwie ein Stück drüber. Was halt auch immer so ein bisschen das Ganze auch, also so ein bisschen drüber, was man halt auch oft sieht, ist, wenn zum Beispiel so eine wichtige Marke, meine Güte, was habe ich denn heute? Jesus. Also wenn so eine wichtige Marke oder so eine Psychomarke, nenne ich es mal eher so, wie eine 14.000, da sind halt ganz viele Short. Und was man halt dann eben auch sieht bei sowas ist, dass dann halt der Markt kurz davor läuft und nicht irgendwie so dran und dann wieder hoch. Und das halte ich allerdings schon dann wiederum für konstruiert, weil natürlich in dem Moment, wo der halt nicht ganz dran kommt, ja, und dann halt irgendwie die ganzen Händler mit ihren vielleicht großen Short-Positionen da sitzen und die überlegen sich halt irgendwann, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt noch, bis die 10, 20 Punkte da kommen oder ey, komm, vergiss es, Risiko konnte ich an der Stelle halt vermindern und Haken dran, ne? Und wenn dann kurz vorher aufgelöst wird, da passiert nämlich dann auch genau sowas, dass wir halt in die Nähe kommen. Und dann hier aus Sicherheitsgründen dann halt eine Position aufgelöst wird und dann dreht der halt kurz davor. Das ist immer sowas, was man so als gemein empfindet, aber das ist halt wirklich dem geschuldet, dass halt hier Risiken begrenzt werden, ne? Und man nicht unbedingt drauf baut, dass genau der Punkt halt nochmal kommt. Also deswegen sollte man dann eher, wenn man hier short ist, sollte man sich das gut überlegen, was man tut, wenn der Kurs wirklich 20 Punkte davor kommt. Das mal nur am Rande, aber kann man ja auch echt oft beobachten. So, genau, der Nasdaq, den wollte ich mir irgendwann mal schnappen. Das ist richtig. Die Frage, die traue ich mich schon gar nicht mehr zu beantworten. Wann kommt die neue Steritrader-Version? Du hast ja gerade gesehen, ne? Das ist, es nimmt irgendwie kein Ende. Wir dachten eigentlich schon, wir sind durch letzte Woche. Aber das ist, naja. Da sind auch Trades zu sehen. Also das wird kommen, ne? Mit den Trades ist momentan aber halt noch im Testen. So, ne? Weil hier gibt es ja auch so einen Button, der heißt Trades. Also das Live-Chart kann theoretisch mittlerweile Trades übertragen, aber das muss schon ein bisschen getestet werden, bevor das dann halt kommt. Gut. So, Nelson, ich weiß nicht mehr weiter. Beziehungsweise eigentlich gesagt, ich Das weiß glaube ich nicht. nicht. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, von den Fragen her hast du alle beantwortet, wenn ich das soweit sehe. Ja. Sind Und auch zum sehr Markt, zahlreich. genau, ja, sehr zahlreich heute. Und zum Markt hast du ja auch schon viel gesagt. Ja. Wobei die Devise ja die letzten Tage und Wochen war ja to the moon. Ja. Aber gut, manchmal muss man sich, deswegen finde ich es eigentlich auch immer ganz, ganz nett mit solchen Webinaren wie hier, ne? Weil man sich da halt echt auch nochmal irgendwie ganz anders sortiert. Und weil ich habe auch viel zu viel geschortet, ne? Die letzten Tage, war keine gute Idee und war auch leider teuer.
Und also unterm Strich dann, aber halt, wenn man dann für sich das Bild nochmal sortiert und dann halt auch mal schafft, von seiner Meinung halt irgendwo wegzukommen, ne, dann hilft das schon, also finde ich, ne? Also mehr, wie wenn man jetzt irgendwie halt auch jetzt bezogen hier auf das Webinar selber, so nach dem Motto, ja, ich drücke irgendwo auf den Knopf und zack, 30 Punkte und gut ist, ne? Das ist nett. Funktioniert ja auch ganz oft so, also gerade hier bei den NFPs, aber halt, vielleicht bringt es aber dann halt auch schon mal mehr, ne? Ich will das jetzt, ich will mich jetzt hier nicht rausreden, aber ich glaube, man hat ja auch verstanden, warum ich da keinen Trade gemacht habe. Und es hat sich auch gezeigt, dass es total sinnvoll war, keinen zu machen. Bringt manchmal unterm Strich dann mehr, sich mal irgendwie kurz mal einen Schritt zurück zu machen und mal eine andere Perspektive zu wählen. Und und eine andere Perspektive, sich das Ganze mal anzugucken und dann vielleicht auch nochmal neu zu sortieren, bevor man sich zu sehr festfährt. Ne? Weil ich merke das bei mir selber auch. Ich habe halt letzte Woche irgendwie auch gedacht, oh, und da musst du jetzt unbedingt den Punkt finden, ab dem es dann halt auch nochmal 400, 500 Punkte am Stück runtergeht. Was hat er gemacht? Ist an keiner Stelle 400, 500 Punkte runtergegangen. Und was macht man, wenn man so festgefahren ist? Man versucht es trotzdem immer wieder. Ne? Und bis man dann irgendwann merkt, der Kontostand war irgendwie ein anderer letzte Woche. Irgendwas läuft da nicht so, wie es laufen soll. Und dann muss man sich halt mal ein bisschen sortieren. Deswegen, ich bin auch, also ganz oft, wo ich auch denke, ey, ich sollte wirklich nur die Linien, die ich halt habe, auch in meinem Blog irgendwie posten und am besten gar nichts sagen. Und weil das Schlimmste ist immer, wenn man eine Meinung hat, das ist leider, das blockiert einen so im Kopf, also im Daytrading halt, ne? Und jetzt nicht irgendwie ich rede nicht von Swing, wo man da irgendwie sagt, na gut, dann rennt er halt mal 300 Punkte weiter, sitze ich halt aus, ne? Sondern im Daytrading. Das ist halt echt, habe ich schon so oft gemerkt, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was der Markt macht, und mich gar nicht drauf eingestellt habe, dann gucke ich mit frischem Auge da drauf, habe keine Haltung, wohin, rauf oder runter, gar keine, sehe nur was und denke dann so, ja, das kann man doch handeln. Und das sind die Sachen, die fast immer sauber aufgehen, ne? Wogegen die anderen so jetzt, oh, jetzt mache ich den großen Short oder hier den großen Long. Vergiss es. Ich habe halt auch irgendwie, wo es letzte Woche runterging, habe ich zum Beispiel halt auch, also den Dow dann halt unter der 29.900 angefangen Long zu handeln. Die Idee war ja richtig, wie man sieht, ja. Aber halt, und da war ich auch so überzeugt davon, dass der kracht ja nicht, wir haben ja keinen Crash, ne? Und das funktioniert dann halt genau dann, wenn man dann halt irgendwie davon ablässt. Und da war ich aber auch schon nicht mehr da, hatte auch keine Lust mehr. So, und jetzt stehen wir 1200 Punkte höher. Aber das kriegt man halt so nicht hin, finde ich. Und deswegen am besten gar keine Meinung, was der machen muss. Gucken, was könnte er als nächstes tun. Kurze Strecke, beziehungsweise halt Mittelstrecke mitnehmen. Und dann ist gut. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Ich habe ja auch irgendwie letzte Woche mich ja auch ausgelassen zur politischen Situation. Hat ja auch noch dazu geschrieben, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt posten soll, ne? Weil halt irgendwie man verfestigt sich selbst komplett unnötig im Kopf mit solchen Geschichten. Und das ist halt wirklich ein Problem, ne? Vor dem man sich halt echt selber auch dann schützen muss. So, wie ich sehe, ne, geht jetzt hier auf den letzten Drücker noch, kommt noch der Live-Trade an den Start. Jetzt machen wir besser Schluss, sonst hänge ich nämlich hier jetzt noch eine halbe Stunde fest, um den dann halt zu kommentieren. So, alright. Gut. So, finde jetzt nichts mehr. Also, dann bedanke ich mich wirklich ganz herzlich bei euch. Es ist kaum jemand gegangen, sind fast alle noch da. Das ist total klasse und sehr zahlreich. Und das ist echt schön. Und sage dann halt an der Stelle, freue mich aufs nächste Mal. Vielleicht klappt es ja bis dahin dann auch mit dem Friseur. Ich weiß es nicht. Passt auf euch auf, bleibt gesund und gönnt dem Nelson das letzte Wort. Ja, super. Aber lauf nicht so weit weg. Wir hören uns ja schon am Montag wieder. Ja. Und aber vielen Dank, Dirk, für das Webinar. NFP-Webinar ist immer super besucht und du bekommst echt auch immer ein tolles Feedback und da kann ich dem nur zustimmen. Und natürlich freue ich mich auch, dass dieses Webinar bei Ihnen auch so gut ankommt und Sie wirklich
die meisten jedes Mal dabei sind. Und ja, das motiviert dann entsprechend auch weiterzumachen. Also bis dahin wünsche ich natürlich auch alles Gute, wenn Sie heute noch traden. Viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Und wie gerade angesprochen, am Montag ist Helpdesk mit Dirk. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie vorbei. Und schönes Wochenende, bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao.